Ich koche heute erstmals in 3D, mache mir einen leckeren grünen Spargel mit Speck. Dafür habe ich jetzt erstmal den Speck in die kalte Pfanne auf den heißen Herd, auf den kalten Herd. Und man sieht jetzt schon, wie es ein bisschen anfängt zu rauchen. Da wird jetzt der Speck schön knusprig ausgebraten. Jetzt fängt er an zu blubbern so ein bisschen. Und danach kommt einfach der Spargel in die Pfanne. Wir haben unseren grünen Spargel, leider nicht mehr aus dem Knoblauchsland, sondern aus Schwaben. Man sieht, der ist unten ein bisschen trocken, den müssen wir jetzt dann anschneiden, machen den sauber und dann kommt er einfach so, wie er ist, in die Pfanne. So, der Speck macht das, was er soll. Der wird aber in der Hitze immer wellig und deswegen muss man hier ab und zu mal etwas drücken, damit das Ganze gleichmäßig gart. So, das hat jetzt 2 Minuten gedauert. Speck ist wunderbar goldbraun. Wenn er so aussieht, ist er fertig und kann aus der Pfanne. Den Spargel habe ich jetzt gewaschen und unten etwas angeschnitten. Man sieht hoffentlich, dass er schön saftig jetzt wieder ist im Anschnitt. Genauso soll es sein. Und jetzt kommt er einfach nochmal in die Pfanne. Das Ganze auf dem Herd bei Vollgas. Vom Balkon habe ich jetzt noch ein bisschen Rosmarin. Das kommt auch noch mit rein und dann noch ein unser Spargel brät jetzt seit so 2-3 Minuten. Fertig ist er dann, wenn er so wie der hier so ein bisschen runzlig wird. Und ein bisschen weich auch. Man sieht es dann, wenn man so dran wackelt. Dauert nicht lang. Häufig mal ein bisschen wenden, weil die Pfanne ist ja sehr heiß.